Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Aber insgesamt ist ganz klar erkennbar, der Motorradmarkt in Deutschland wächst relativ klar und das ist seit einigen Jahren schon so. Werden Sie gleich, das macht dann Herr Deitenbach, nochmal informieren über die Action, die Sportvorführungen, die wir hier im Gelände, aber auch im Außenbereich, in den Hallen und im Außenbereich machen. Und wir werden kurz was zu einigen Trends sagen im Motorradmarkt. Und dann am Schluss noch mal etwas ausführlicher und detaillierter einiges zu den Nachzahlen. Ja, bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich jetzt gerne noch mal die Frau Fischer bitten, für die Leipziger Messe ein entsprechendes Statement zu unserem Motorradthema und zur Messe allgemein abzugeben. Ja, vielen Dank. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Heike Fischer, ich leite die Unternehmenskommunikation der Leipziger Messe und Katja Kuhl steht für unsere Tochtergesellschaft Leipziger Messe Gastveranstaltung GmbH. Solche Termine wie heute gehören sicherlich mit zu unseren schönsten Aufgaben. Die Motorradmesse ist eine Erfolgsgeschichte und das seit über 20 Jahren. Sie findet zum 22. Mal hier statt. Bei uns, wir haben 15 bis 20 Gastmessen im Jahr bei uns auf dem Gelände, zusätzlich zu unseren Eigenveranstaltungen. Aber wenn Twin als Gastveranstalter zu uns kommt, ist es nicht irgendeiner, sondern dann ist es eine Art Familientreffen, würde ich fast behaupten. Wir sind ein sehr eingespieltes Team und wenn Herr Weigt gleich über den Erfolg der Motorradmesse reden wird, sind dafür sicher entscheidend drei Grundlagen. Zum einen ein sehr ergiebiger Markt. Mitteldeutschland ist eine Motorradregion, behaupte ich mal. Wir haben einen sehr professionellen Veranstalter, 22. Motorradmesse Leipzig spricht für sich. Und wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Twin und dem Messeplatz Leipzig, die sich auszahlt über die Jahre. Insofern freuen wir uns. Die Motorradmesse gehört genauso zum Frühjahrsprogramm bei uns wie die Buchmesse im März. Und ich glaube, für Motorradfans hat sie einen ähnlichen Stellenwert als Saisonauftakt wie für die Bücherfreunde. Ein stabiler Faktor in unserem Programm. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine erfolgreiche Motorradmesse Leipzig 2017 und den Fans für die nächsten drei Tage, dass die Vorfreude auf die Saison steigen möge. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Fischer. Ist in der Tat so, dass wir sehr guter Dinge jetzt in die kommenden drei Tage gehen. Bei den Ausstellern ist es so, dass wir insgesamt wieder eine Fläche von 23.000 Quadratmetern belegt haben und dass wir tatsächlich die namhaften Motorradmarken aus aller Welt hier in den Hallen haben. Das ist schon seit etlichen Jahren so, dass Leipzig da ein wichtiger Standort ist und mittlerweile ist diese Messe auch die größte Fahrzeugmesse überhaupt in Ostdeutschland. Muss man auch mal sehen, also weder in Berlin noch sonst wo gibt es eine größere Fahrzeugmesse. Das gilt sogar für den Autobereich mit. Und was wir vor allen Dingen haben, ist eben eine ausgesprochene Internationalität bei den Anbietern. Das sind also Firmen, die Nordamerikaner sind hier, die Japaner sind hier, KTM aus Österreich, die Italiener, Triumph aus England. Das heißt, wir haben hier ein sehr breites Spektrum. Wir freuen uns natürlich auch in diesem Jahr, dass BMW wieder mit einem großen Werkstand da war im vergangenen Jahr. Das waren aber mehr interne Probleme bei BMW, waren die nicht mit dem entsprechenden Auftritt hier vertreten. Es waren zwar mehrere Zubehöranbieter, die auch neue BMWs dabei hatten, aber jetzt ist BMW München selber da als Hersteller und hat einen entsprechenden großen Stand in der Halle 3 wieder. Das, was die ganzen Vorjahre auch schon gemacht haben und zeigt auch alle Neuheiten.
Das heißt, das ist also nochmal eine deutliche Stärkung der Messe hier in Leipzig, was das Publikumsinteresse anbelangt, weil BMW über viele Jahre schon Marktführer bei den schweren Motorrädern in Deutschland ist. Ja, Markenartikler und wichtige Weltmarken haben wir auch bei den Bereichen Bekleidung, bei Reifen, bei Zubehör. Und das ist also wirklich ein Spektrum, was jeder Motorradfahrer hier findet, wo er so sehr viele verschiedene Händler und so weiter besuchen müsste, um sich so einen dermaßen Überblick zu schaffen. Das heißt, es ist wirklich eine Messe, das heißt, sie zeigt die ganze Branche. Und das ist auch der Erfolg dieser Veranstaltung über 22 Jahre. Es ist nicht selbstverständlich, dass man über 22 Jahre auch in diesen Besucherzahlgrößenordnungen 45.000, 50.000 Leuten die Leute zu einem Platz bewegt. Auch im Internetzeitalter gibt es viele andere Informationsquellen. Aber diese Messe ist halt nach wie vor ganz wichtig. Das ist auch vor ein paar Jahren gar nicht so eingeschätzt worden, dass es eben ganz wichtig ist, dass man noch einen Punkt hat oder Punkte findet, wo man sich trifft, wo man sich austauschen kann und wo man die Produkte auch anfassen kann. Man kann sich jedes Motorrad im Bild schon jetzt irgendwie angucken. Es ersetzt aber nicht das persönliche Gefühl. Und das ist auch ganz wichtig, was die Aussteller hier machen. Man kann sich auf die Motorräder draufsetzen. Die Fahrzeuge sind zum Anfassen. Man steht nicht vor einer Vitrine, sondern man kann sich wirklich hinsetzen, man kann eine Sitzprobe machen und kann da schon eingrenzen, welches Motorrad interessiert mich denn näher. Und dann, wenn die Maschinen in 2, 3, teilweise erst im halben Jahr, also 6 Monaten in den Handel kommen, hat man schon das Fahrzeug gesehen und kann sich dann da entsprechend orientieren, was man möglicherweise im Laufe der Saison dann erwerben und fahren möchte. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt des Erfolges der Messen allgemein, der Konsumgütermessen. Das war vor ein paar Jahren, ist es noch anders diskutiert worden. Da gab es so diese Überlegungen, irgendwann ersetzt das Internet jede Form dieser Art oder die meisten jedenfalls. Und das ist eben ganz, das Gegenteil ist der Fall. Diese Haptik, diese Möglichkeit, analog, sage ich mal, sich mit solchen Dingen vertraut zu machen und sich die anzugucken, gewinnt immer mehr an Stellenwert. Wir machen ja auch noch eine Messe in Stuttgart zum gleichen Thema Motorräder und auch in Dortmund. Und da haben wir genau den gleichen Effekt. Das heißt, es kommen eigentlich eher mehr Leute, die das ausnutzen wollen, sich dann auf so einer Messe zu informieren. Ja, die Neuheiten, die aktuellen Modelle, die Innovationen auch zum Beispiel bei Sicherheitstechnik, siehe Kombis, die mittlerweile eingebaute Airbags haben und diese Geschichten, das spielt alles eine ganz große Rolle. Aber unsere Messen sind eben nicht nur eine Produktschau und ein Austausch zwischen Konsumenten und den Unternehmen, sondern unsere Messen sind auch ein großer Treffpunkt und sind vor allen Dingen ein Event. Das heißt, die Leute kriegen hier mehr geboten als nur das Angucken und das Ausprobieren von Neuheiten. Sie kriegen auch Motorrad live. Das haben wir im letzten Jahr sehr erfolgreich auch eingeführt, dass wir zwischen den Hallen eine Aktionsfläche machen, die wir auch dieses Jahr wieder haben wollen. Ist alles vorbereitet und wenn es morgen dann frostfrei ist, das sagt die Prognose auch, können wir da also wirklich Motorradvorführungen auch machen. Es sind Sportfahrer, es sind Supermoto-Piloten dabei und wir haben in den Hallen ein vielseitiges Showprogramm und da wird jetzt der Thomas Deitenbach, der zwischenzeitlich eingetroffen ist, ein bisschen was dazu sagen, was die Leute hier live an Erlebnissen haben. Ja, vielen Dank, Hans-Jürgen. Ihnen auch nochmal guten Tag. Sorry für meine Verspätung, aber so letzter Aufbautag, das ist immer so ein bisschen vorzubereiten. Ja, Stunts, wir haben wieder die Monster Trail Show. Seit einigen Jahren ist die ja schon hier zu Gast, nach wie vor exklusiv bei unseren Motorradmessen in Deutschland. Aber wir sind da selber immer fasziniert, dass jedes Jahr wirklich alle Plätze rund um diese Show voll sind. Das liegt auch an den Artisten Fred Crosset aus Belgien und Chris Brunon aus Frankreich, die sich immer wieder ein bisschen was Neues ausdenken, ihren riesigen Truck mit neuen Hindernissen und Feinheiten ausstatten und da wirklich die Leute absolut begeistern, weil sie eben auch sehr, sehr publikumsnah agieren und wirklich vor allen Dingen der Chris Brouin einen Stunt bringt, der mich, auch wenn ich ihn schon dutzende Mal gesehen habe, immer wieder völlig fasziniert. Den Mini-Backflip, ich bin auch sehr viel unterwegs in Sachen richtig Freestyle mit großen Sprüngen, aber wenn da einer über so einen Bremsklotz von so einem LKW-Anhänger einen Rückwärtssalto macht, wo so der Helm dann 10 cm beim Boden ist und der einen halben Meter dahinter steht, das ist irgendwie
Ja, völlig verrückt. Ich verstehe es bis heute nicht, wie das geht. Aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Ja, dann der Globe of Speed, auch schon ein traditionelles Thema. Da kann man aber nicht so viele Zuschauer damit befriedigen, weil die Faszination ist dieser Stahlkugel mit nur 6 Metern Durchmesser, dass man da eben wirklich ganz, ganz nah dran stehen kann und so ein bisschen auch sogar nicht nur das Geräusch, sondern die Vibration spüren kann, wenn die dort mit bis zu 5 Fahrern in dieser Kugel unterwegs sind. Sie sind immer dran und wollen ein bisschen mehr noch fahren, wobei wir aber gesagt haben, wir müssen hier jetzt nicht absolut irgendwelche neuen Rekorde aufstellen, also auch mit 5 Mann. Vielleicht machen sie es diesmal mit 6 Mann, ist das schon irgendwie eine ganz, ganz enge Sache. Ja, das nächste Thema, wenn man diese beiden Punkte abgearbeitet hat, ist der Innenhof. Mike hat es schon gesagt, im letzten Jahr haben wir das erstmals probiert, dieses Show-Element dort mit einer Supermoto-Show mit 3 Top-Piloten aus der internationalen deutschen Supermoto-Meisterschaft, also keinen Künstlern, Artisten, sondern wirklichen Sportfahrern, die dort auf dieser Fläche zeigen, wie faszinierend dieser Sport ist. Und auch wenn man jetzt sagt, nur 3 Mann, aber auf gerade 20 mal 50 Metern mit 4 Bahnen ist da hautenges Fahren angesagt. Wir gucken natürlich schon immer so ein bisschen zu dem Wetter, auch wenn die Jungs natürlich optimal vorbereitet sind und auch mit allen möglichen Protektoren geschützt sind, geht die Sicherheit natürlich absolut vor. Aber da es eben über 0 Grad werden soll, gehen wir mal davon aus, dass das auch wie vorgesehen funktioniert. Neu dabei werden hier vom MC Post Leipzig 1 oder 2 Speedway-Fahrer sein, die dort allerdings keine komplette Speedway-Simulation machen können, weil wir haben nicht die Möglichkeit, dort eine Aschenbahn aufzufüllen. Aber um einfach den Leuten so ein bisschen die Vielfalt auch zu zeigen, die der Motorradsport bietet und wie gesagt gerade eben, weil es nicht Sportler sind, die aus ganz Deutschland kommen, sondern direkt hier aus Leipzig, haben wir gesagt, Mensch, klar, das machen wir, um auch so ein bisschen Promotion für den Sport zu machen. Was nicht da sein wird, sind die Minicrosser. Da haben wir uns schweren Herzens Anfang der Woche entschieden, weil wir nun nicht wussten, wie das Wetter ist, das aus Sicherheitsgründen nicht zu machen. Die kleinen Kids, die waren zwar sehr traurig und sagen, das kommen wir überall, weil die sind es ja eigentlich gewohnt, auf Lehmboden zu fahren. Und wenn der Boden so kalt ist, dann ist er natürlich glatter. Und bevor da einer Bautz macht, haben wir gesagt, nee, das lassen wir lieber. Aber als Ersatz machen wir dann noch einen kurzfristigen Stuntfahrer, der dort so ein bisschen für schwarze Streifen auf dem Asphalt sorgen wird. Wir putzen die hinterher auch wieder weg. Also, der Regen kommt bitte im Februar. Ja, Infotainment gibt es natürlich auch in der Halle 5 auf der Bühne. Modenschauen und Vorstellung eben aller Motorradneuheiten, wo dann die Experten der einzelnen Motorradhersteller erklären, was wirklich neu ist an den Motorrädern. Und hier in Leipzig traditionell auch immer, denn Sachsen ist ja das Land des Motorsports, des Motorradsports, auch sehr, sehr viele Rennfahrer, die da zu Gast sind. Aus der internationalen deutschen Meisterschaft. Max Neukirchner hat leider absagen müssen wegen anderer Termine. Haben wir aber andere Piloten da. Dann aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft auch ein Team, was aus Sachsen kommt, Gerd 56. Das Freudenberg Racing Team aus Dresden aus der Europameisterschaft. Und ganz besonders stolz sind wir darauf, dass der Jonas Folger kommt. Im Moment ist er noch nicht da, denn der hat ein absolutes Stressprogramm. Der neue MotoGP-Pilot, also WM-Pilot in der höchsten Motorradklasse aus Deutschland als einziger, der war bis jetzt noch in Sepang zum ersten Test und in der nächsten Woche geht es weiter mit dem Testen in Australien, aber der setzt sich jetzt halt mal eben in den Flieger, um einmal nach Deutschland zu kommen und hoffentlich geht das alles glatt, dass der dann am Sonntag hier auch auftaucht. Und wir haben das in den vergangenen Jahren schon gesehen, das kommt wirklich bei den Motorsportfans gut an. Der wird also nicht nur Interviews geben, sondern auch Autogramme schreiben und das ist dann so ein weiteres Thema, ja eigentlich der Nähe zwischen dem Besucher und den Ausstellern und den Gästen. Weitere Sonderausstellungen, die Café Racer, die ja auch ein bisschen was mit einer neuen Linie zu tun haben, die sehr stark jetzt im Motorradbau ist, eben dieser Retro-Look,
denen auch immer mehr Serienmaschinen haben und bei diesen sogenannten Coffee Racern alle individuell umgebaut von Enthusiasten, von kleinen Firmen, kann man dann mal sehen, wie extrem man so Motorräder machen kann, ohne dass man jetzt einen riesen Shopper hat, sondern einfach Motorräder pur wirklich ganz, ganz faszinierend anzusehen und einige Motorräder dabei, die bisher noch nie irgendwo im Licht der Öffentlichkeit standen. Ganz andere Richtung sind die Goldwing, quasi ja, Einbauküche auf Rädern. Aber die Jungs leben auch ihr Thema mit ganz vielen Lämpchen und Blink-Blink dran und Soundbar. Ja, und teilweise wirklich auch mit Kaffeemaschine hinten im Topcase eingebaut. Ne? Man muss es ja etwas gemütlicher angehen. Wir haben Youngtimer mit dabei, also auch so ein bisschen was im Retro-Look, aber da geht es mehr in die Racing-Linie. Motorräder aus den 80er Jahren, frühen 90er Jahren, wo wieder mit Rennen gefahren wird in speziellen Klassen. Das ist ein Trend, der im Moment ganz, ganz stark wächst. Sachsenring wird ja in diesem Jahr 90 Jahre alt, große Jubiläumsveranstaltung, das wird auch hier präsentiert. Und wo dann diese Motorräder fahren, die haben einen gewaltigen Zuschauerzuspruch und das ist so ein bisschen ja, im Trend der Zeit. Noch ein bisschen älter sind die Motorräder dann aus den 60er Jahren, wo wir uns diesmal darauf konzentrieren, nur so Rennmaschinen zu zeigen, Zweitakter, so ein bisschen so eine ausgestorbene Spezies des Motorrades. Es gibt da noch ganz, ganz viele Fans, aber außer in so einem Roller und bei echten Sportmotorrädern findet man das gar nicht mehr. Und wir sehen das immer wieder, wie begeistert da die Leute drumherum stehen und sich das angucken und diskutieren. Also, wenn man das Programm alles abarbeitet, dann ist man schon, ja, würde ich mal sagen, gut zwei Stündchen beschäftigt, ohne dass man sich eine einzige neue Maschine angeguckt hat oder die Produkte. Also, auch in diesem Jahr meiner Meinung nach sehr lohnenswert. Der Besuch hier und sehr interessant und sehr unterhaltsam. Das also versucht auf die Schnelle zusammengefasst Sport und Show auf der Motorradmesse Leipzig. Ja, vielen Dank, Thomas Bertenbach. In der Tat, Sie haben es gehört, wenn man das mal vergleicht mit den anderen Motorradmessen, Frühjahrsmessen, es gibt ja wie gesagt auch die Veranstaltung in Stuttgart, die in Dortmund. Leipzig ist da, gehört da zu den Top 3 sicherlich in Deutschland. Aber es ist auf jeden Fall die sportlichste Messe, das kann man ganz klar sagen. Der Schwerpunkt auf Sportthemen, auf aktives Fahren ist hier ganz deutlich erkennbar und das ist ein absolutes Highlight. Und dass der Sachsenring auch 90 Jahre wird und nicht weit weg ist, das hat alles damit zu tun, dass wir eine sehr starke Sportszene in der Region haben. Und das spiegelt sich natürlich im Messegeschehen wieder. Wer eben den Namen Jonas Folger nicht kannte, nochmal ganz deutlich, das ist also dem Balkonen oder so, wer ist da hier, unser Formel-1-Weltmeister? Vettel oder Rosberg. Rosberg, meine ja. So. Wobei es eben nur einen Deutschen in der MotoGP genau. gibt. Nur, dass man es einordnen kann, also das ist die höchste Motorrad-Sportklasse mit den schwersten und schnellsten Maschinen, stärksten Maschinen. Und das ist quasi wie so ein Formel-1-Fahrer im Autobereich, ist der Jonas Folger das im Motorradbereich. Und Penang kam er her, wenn ich mich nicht. Sepang. Wenn ich mich nicht schwer vertue, ist das Malaysia. Ja. Das heißt, er fliegt mal eben von Malaysia aus nach Leipzig, um auf der Messe zu sein und fliegt dann nach Australien. Wer jetzt einen Globus zu Hause hat, ist glaube ich klar, wer die weiteste Anreise zu unserer Messe hat. Das schaffen von unseren Besuchern die wenigsten, glaube ich. Aber das zeigt eben auch, dass gerade in der deutschen Sportszene hier Leipzig schon einen großen Stellenwert hat als Veranstaltung. Ja, wir freuen uns darauf, wir freuen uns aber auch auf die vielen Besucher, die aus der Region kommen. Wir haben mittlerweile, das zeigen unsere Befragungen, das zeigt aber auch der Kartenvorverkauf, einen Einzugsbereich von etwa so 250 Kilometer, sodass man also in gut zwei Stunden herkommen kann mit dem eigenen Auto oder eben auch mit entsprechenden öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist also wirklich so der Einzugsbereich. Und wenn man das dann weiß man eben auch, dass Nordbayern, dass aus Südniedersachsen, aus Ostwestfalen die Leute hier nach Leipzig kommen, um sich die neuen Motorräder anzugucken. Die Region Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg sowieso. Berlin, bis Berlin hoch natürlich auch. Das heißt also, wir haben da einen mit den Jahren auch klar gewachsenen Einzugsbereich und die Messe ist da für die Besucher sehr interessant. Bei den Neuheiten, das hatte ich eben angekündigt, will ich nochmal ganz kurz auf zwei, drei Sachen eingehen.
Sie finden einen sehr guten Überblick in diesem Katalog Motorräder 2017. Der liegt bei Ihnen da am Platz. Auch Details zu den technischen Daten und eine Einschätzung der Maschinen. Das will ich jetzt auch gar nicht vertiefen. Für die Tagespresse geht das ja oft zu sehr ins Detail. Das braucht man nicht unbedingt. Aber interessant ist wirklich, dass wir um 15% insgesamt bei den Neuzulassungen gewachsen sind, die Branche in 2016. Und das hat zwei Sonderfaktoren, die da reinspielen. Zum einen gibt es eine neue EU-Norm, Euro 4, die gilt ab 1. Januar 2017. Und alle Maschinen, die nicht dieser Norm entsprechen, mussten im letzten Jahr noch zugelassen werden. Es gibt Maschinen, die stehen schon ein halbes Jahr im Handel, quasi Lagerfahrzeuge, die sind natürlich zugelassen worden. Dieser Effekt dieser Tageszulassungen, die jetzt im Frühjahr verkauft werden, spielt ein bisschen in die Zulassung rein. Also die 15% sind davon natürlich begünstigt worden. Nichtsdestotrotz liegen wir also seit einigen Jahren eben deutlich im positiven Bereich bei den Neuzulassungen. Es wächst also kontinuierlich und im letzten Jahr waren es dann eben über 172.000 Fahrzeuge. Und ein zweiter wichtiger Trend ist eben auch diese stärkere Interesse bei 16- bis 18-Jährigen am Thema Motorrad. Also das sagen uns auch die Fahrschulen, dass sie wieder sehr viel mehr jugendliche Fahrer haben, die den Führerschein erwerben und die dann aufs Motorrad steigen. Das hat wiederum damit zu tun, dass die Führerscheinklassen europaweit etwas geändert wurden und den Zugang zum Motorrad wieder leichter gemacht haben. Das war zwischenzeitlich mal sehr umständlich. Da musste man 2 Jahre warten, da musste man mit 18 nochmal einen kompletten neuen Motorradführerschein machen. Jetzt gibt es also, gerade wenn man über 18 ist, die Möglichkeit, relativ schnell mit einem Führerscheinerwerb und 2 Jahren in der 48 PS-Klasse ein Motorrad zu fahren. Dann darf man auch offene Fahrzeuge ab 25 Jahren, kann man das sogar direkt machen, kann man fahren. Also das sind so Führerscheinerleichterungen, die dazu beitragen, dass das Motorradfahren sowohl für 16- bis 18-Jährige als auch für Erwachsene wieder attraktiver geworden ist, weil der Zugang einfach leichter geworden ist. Das ist also das erkennbare Interesse und dementsprechend erwarten wir eigentlich auch, dass sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzt. Und das wird auch, das Thema Demografie spielte im Motorradbereich vor einigen Jahren eine Rolle, dass man gesagt hat, die Leute werden älter, die deutsche Bevölkerung geht zurück. Seit 2 Tagen steht in der Zeitung, Deutschland wird auch weiter wachsen, weil wir halt die hohe Zuwanderung auch haben. Aber auch das spielt natürlich eine Rolle beim Motorradmarkt. Wir haben eben auch sehr viele Jugendliche mit Migrationshintergrund, die eben auch gerne mit 16 oder 18 dann aufs Motorrad steigen. Das merken wir also auch, dass also die zweite, dritte Generation zum Beispiel türkischer Zuwanderer, die dann natürlich deutsche Staatsbürger sind, dass die eben auch heutzutage dann gerne Motorrad fahren. Also das Motorrad ist ein breites Thema für viele Bevölkerungsschichten und das geht also vom Einkommen her durch alle Bereiche und dementsprechend gibt es auch die entsprechenden Maschinen. Also wir haben hier auf der Messe Maschinen stehen, die kosten 50.000, 60.000 Euro. Man kann aber auch hier mit einer 200er Suzuki anfangen, die dann in einem Bereich liegt als große Maschine, irgendwo bei 4.000, 5.000 Euro oder aber mit einem Roller oder mit einem 125er, die noch dann noch preislich deutlich darunter liegen. Ja, das so zu dem Rahmen. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wie gesagt, Sie finden vieles in der Pressemappe. Wenn Sie jetzt aber Fragen haben, würde ich die ganz gerne beantworten. Alles geklärt. Super. Dann bedanke ich mich jetzt für heute für die Pressekonferenz. Ich habe noch einen organisatorischen Hinweis. Von unserer Seite aus, also die Motorradmesse belegt auf unserem Gelände 2 Hallen, die Halle 3 und die Halle 5. Der Besuchereingang wird hier über den Eingang Ost wieder stattfinden. Besucher, die mit den Motorrädern auf das Gelände kommen, haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, wieder kostenfrei vor der Eingangshalle Ost zu parken. Für Sie und Ihre Kollegen wäre es wichtig zu wissen, dass die Presseakkreditierung in der Halle 5 im Projektleitungsbüro direkt an der Röhre stattfindet. Sie kommen mit Ihren Presseausweisen über unsere Zufahrt Süd 1 und können direkt an der Halle parken und melden sich dann bei dem Veranstalter. Die Motorradmesse wird am Wochenende hier auf unserem Gelände so durchgeführt, dass wir keine Parallelveranstaltung haben, sprich wir widmen uns ganz dem Kfz und der Motorradbranche.
Und natürlich wünschen wir als Partner und als Haus Leipziger Messe viel Erfolg, spannende und interessante Gespräche und natürlich eine super Berichterstattung. Ja, dann bedanke ich mich für dieses Jahr. Kündige schon mal an, dass wir auch nächstes Jahr eine Motorradmesse hier machen werden.